24 Sekunden. Danke, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrter Herr Kollege Urbach, doch, der Weckruf der AfD ist hier und heute notwendig, denn die Zahlen, was unsere Feuerwehren angeht, sind tatsächlich alarmierend. In den letzten 10 Jahren haben wir 10.000 Feuerwehrleute in Thüringen verloren. Wir haben keine Zeit mehr, um zuzuwarten und abzuwarten. Wir müssen das Ding jetzt anpacken. Wir müssen unsere Feuerwehren wieder fitter machen und besser stellen. Sehr geehrter Herr Kollege Dittes, ich habe das Gefühl, dass Sie langsam alt werden. Ihre Beiträge sind jedenfalls von zunehmender Vergesslichkeit gekennzeichnet. Wenn Sie uns vorwerfen, dass wir Ihren Anträgen nicht zugestimmt haben, die zu kurz gesprungen sind, die handwerklich schlecht gemacht waren und die die Feuerwehren mit Brosamen abgespeist haben, dann ist das eine bewusste Irreführung des Thüringer Wählers, den der Wähler aber schon lange durchschaut hat. Wir haben Alternativanträge eingebracht, die die Feuerwehren wesentlich besser gestellt hätten. Wir wollten mehr Personal für die Feuerwehren. Wir wollten mehr Mittel für die Feuerwehren. Erst in der Diskussion um den Haushalt 2020 haben wir einen Feuerwehrausgleichsfonds von 10 Millionen Euro in die Debatte eingespeist. Sie haben diesen Ansatz abgelehnt. Frau Kollegin Marx, Frau Präsidentin. Marx, auch zu Ihnen muss ich noch etwas sagen. Sie haben das wahrscheinlich nicht verstanden, was mein Kollege hier vorne ausgeführt hat. Es geht nicht darum, dass die Gemeinden in Zukunft den Katastrophenfall ausrufen sollen. Nein, bei der Zuständigkeit soll alles beim Alten bleiben. Die unteren Katastrophenschutzbehörden sollen auch in Zukunft den Katastrophenfall ausrufen. In letzter Konsequenz dann der Landrat. Es geht uns nur darum, dass wie im Lande Brandenburg, wo das sehr gut funktioniert, einheitliche Kriterien für das Ausrufen dieses Katastrophenfalls in Thüringen endlich definiert sind, damit die Landräte Handlungssicherheit haben. Das ist das, was wir wollen. Rot, Rot, Grün, und daran kann gar kein Zweifel bestehen, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, mag es mit den Feuerwehren nicht gut meinen. Rot, Rot, Grün hat kein Herz für die Feuerwehren. Immer noch fehlt Personal an der Polizei, an der Feuerwehrschule in Bad Köstritz. Und die Feuerwehrrichtlinie ist am 2. April nicht verlängert worden. Führerscheine, Fahrzeuge können nicht mehr gefördert werden vom Land. Alles das sind Versäumnisse, die uns Indizien dafür sind, dass Sie kein Herz für die Feuerwehren haben. Wir als AfD haben dieses Herz und wir werden dieses Herz auch weiter in der parlamentarischen Debatte zeigen. Vielen Dank.